Liebe Turmspringer und Badenixen, Synchronschwimmer und Seepferdchen, herzlich willkommen zur Minisage der Ausstellung Kunst im Dolderbad 2015. Alles wurde schon gesehen, besprochen und inhaliert. Die Objekte im Gelände sind schon nicht mehr wegzudenken und die Umkleidekabinen stauben leise vor sich hin, so wie es sein muss. 5 Minuten pro Künstler, so lautet die Direktive, aber obschon man im Freibad weder rechnen noch auf die Uhr schauen sollte, das erscheint mir zu viel. Nicht für die Künstlerinnen und Künstler, nicht für die Werke, aber für Sie. Denn weitergehende Gespräche können Sie ja gleich noch mit den anwesenden Künstlerinnen und Künstlern selber führen. Mit Jürg Allgeier, Svetlana Hansemann, Tamara Krieger, Ona Satkowski und Amrei Witwer. Sie sind hier. Von Ona Satkowski erwartet uns noch eine Malereiaktion zu Svetlana Hansemanns Epilationsperformance. Danach spielt Lukas Frey Trompete. Sie kennen ihn von der Minisage 2014. Ja, Kunst auf dem Zürichberg, nah beim Grand Hotel Dolder. Beim Dolder Grand, dort gibt es jede Menge Pagen, Liftboys, Conciergen, Rezeptionisten, Zimmermädchen und Hausdamen, ganze Heerscharen und alle gehen sie hier baden. Im Dienst allesamt wohl bekleidet, hier nicht der entkleidete Mensch, nur durch Bademoden geschmückt, da offenbart sich die Natur in allen Facetten. Körperlandschaften, Wunden, Beschädigungen, Verlegtes. Und fast erscheint der makellose Mensch als der bedauernswerteste. Denn er scheint etwas verpasst zu haben. Kunst im Freibad, was soll das? Soll es sublimieren, ablenken? All das kann die Kunst, die uns ja direkt oder indirekt immer selbst darstellt. Die uns finden will in dieser verwirrenden Welt und Zeit, wie wir uns selbst finden wollen, hier im Freibad. Vor der Kunst sind wir alle nackt. Egal, was die Sittenpolizei dazu sagt. An dieser Stelle möchte ich kurz hinüberwinken zum Max-Frisch-Museum im Freibad Letzigraben, denn dort ist heute Abend eine Vernissage von Jürg Zumbrunn, der Schaum der Tage. Also es ist jede Menge los in den Zürcher Freibädern. Das Freibad Letzigraben ist auch schön. Aber ebenso weit unten. Wie anders ist es hier? Jetzt sind da die Bäume, mit denen habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich wollte jetzt sagen, angetäuschte Weite, Blick auf den Albis. Was liegt dahinter? Etwa die Welt? Der Strand, das Meer, Amerika? Das kennen wir, das Suchen, Sehnen, Hoffen der Kindertage, das auch anhält bis zum Schluss. Dort, gleich hinter jenen Hügeln, hinterm nahen oder weitergelegenen Horizont. Denn es ist ja ein Paradoxon, dass im Flachland der Horizont weiter weg sein soll als in den Bergen. Das stimmt so alles nicht. Dort, also gleich dahinter, ist es endlich anders als hier. Aber was Hilfe ist, wären wir dort. Schon Max Bense erkannte in seiner Schrift, nur Glas ist wie Glas, nicht das Dasein, das Ich ist immer anderswo. Also hier, was wir in uns haben, nehmen wir mit, wohin auch immer. Das sehen wir in kaum einer Äußerung so gut wie in der bildenden Kunst. Die wirkliche Welt scheint uns von Jahr zu Jahr fremder zu werden. Auch die Menschen werden einander fremder, je besser sie sich kennen. Und wer kennt sich heute nicht, wo jeder jeden liked oder disliked, allein weil der Algorithmus einen vorschlägt, mit wem man zur Schule gegangen ist. Oder warum? Oder warum? Man weiß bald ja gar nicht mehr, mit wem man es zu tun hat. So gut kennen wir uns. Alle wollen wir uns gefallen. Den anderen, aber vor allem uns selber. Auch hier im Freibad tobt die Selfie-Manie. Toben die Ego-Shooter, Neider, Hater, Katzenklo. Das Foto ich im Freibad, das heißt, du nicht hier, sondern im Büro oder sonst wo. Die Welt ist eins geworden in der Furcht und im Neid und sie ist auf der Flucht. Auch wir sind auf der Flucht vor uns selber. Der gesammelte, gestaute Zorn auf das Fremde, das Andere,
Die heimliche oder heute eben immer offener vor sich hergeschobene Xenophobie, die Habgier, der Geiz, alle Todsünden, sodass man ja fast wieder religiös werden könnte. Aber die Todsünden stehen ja zum Glück nicht in der Bibel. All das, was wir gerne im Übermaß üben, wird sich eines Tages gegen uns wenden, wenn wir, und das kann schnell geschehen, durch irgendeinen Vorfall, einen Zufall, durch die Konsequenz einer selbsterzeugten Situation dann selbst um unser Leben fürchten müssen. Sogar ums Leben, nicht nur ums Gold. Wie steht die Kunst zu alledem? Wo greift sie ein oder wo greift sie an? Doch sehen wir es auch so oder sehen wir nur vorbei? Sehen die Kunst nur als Teil des Müßigganges hier im Freibad auf dem Zürichberg? Lenken wir uns ab? Das sehen wir gleich. Martin Guth setzt immer auf Spannung und auf Möglichkeiten zur Auseinandersetzung. Die Ausstellung gestaltet er bereits nach der offenen Ausschreibung für alle solcher Künstler, indem er eine Auswahl vornimmt, die vorerst nur ihm einleuchten muss und die vielleicht auch zu weiteren Teilen impulsiv geschieht. Diese Auswahl wird mit gezielten Anfragen ergänzt, bis das Bild ein rundes ist. Schon zum sechsten Mal findet die Kunst im Dolderbad ihr sommerliches Zuhause. Und wie immer gibt es auf YouTube kurze Gesprächsfilme, sehr lohnend anzuschauen, mit allen Künstlerinnen und Künstlern. Ich möchte sie kurz vorstellen, aber es war jetzt schon lang. So. Jürg Allgeier, der älteste Künstler dieser Show, zeigt bildnerische Arbeiten einer klassischen Charakteristik, plastisch aufgebaute Torsi und Körperteile, die auf gut gelernten Wege im Gipsguss entstehen. Und was da manchmal abgebrochen oder zerstört aussehen mag, ist eine bewusste Reduzierung und Abstrahierung des menschlichen Körpers auf einen Zustand, der die Komplexität unserer Ausdrucksmerkmale deutlich macht. Inmitten der ganzen jugendlichen und auf Teufel komm raus schön sein wollenden Körperlichkeit, die sich auf den Liegewiesen tummelt, ergänzt durch ein alterndes und darin manchmal auch vergebliches, immer noch schön sein wollen, in allen Facetten, machen uns diese Arbeiten mit einem anderen, einem weiteren, nicht fotorealistischen Sehen vertraut. Wir beobachten die Plastiken anfänglich genauso verstohlen wie unsere Wiesennachbarn auf ihren bunten Badetüchern. Und plötzlich beginnen wir an diesen wie in jenen Körpern die Ungenauigkeiten und Unschärfen zu verlieren. Wir vergessen das sozusagen Misslungene, das Quellende, Gebrochene, Unproportionierte und beginnen die Wahrheit hinter der Wirklichkeit zu erahnen. Max Bense stellt die Überlegung an, dass der Begriff Wirklichkeit kein im eigentlichen Sinne wissenschaftlicher Begriff ist. Wirklichkeit könne nur interpretiert, nicht jedoch festgestellt werden. Sie erscheint im Akt der Reflexion, aber nicht im Akt der Beobachtung. Als gelernter Fotograf und Kameramann hat Jürg Allgeier den genauen und auch vorausschauenden Blick gelernt. Und auch in seinen ersten bildnerischen Arbeiten versuchte er sich, wie er erzählt, an realistischen Porträts. Diese jedoch erschienen ihm bald relativ einfach zu sein, das war ein Zitat, relativ einfach, halt eine Sache der Technik. Umso mehr interessiert ihn heute das Erkunden der Grundzüge und des Wesens eines menschlichen oder menschlich anmutenden Körpers. Svetlana Hansemann arbeitet mit Gefundenem, eher aber noch mit Gesehenem, mit Worten, Formen und Fragmenten unseres entwickelten Lebens. Sie findet Gegenstände und Ereignisse, Botschaften und Übrigbleibsel, sie findet Merkwürdigkeiten und stets auf ihre eigenen Erinnerungen. Ihre Assoziationen an Farben von Gegenständen, an die Vergangenheiten einst sinnfälliger und gut funktionierender Objekte. Und sie nimmt all diese Dinge, fügt ihre eigenen Bausteine und Mutwilligkeiten hinzu und kombiniert aus allem verblüffende Assemblagen, Kombinationen, die so einfach wie einleuchtend sind. Wie zum Beispiel der abgeschlossene Wasserkessel. Die Dinge scheinen füreinander geschaffen worden zu sein. Man muss das Puzzle dieser Welt nur neu zusammenlegen und schon entstehen neue Richtigkeiten von einer Stringenz, dass man sich wundert, dass es nicht die herkömmlichen sind. Und diesen Zuständen wohnt nicht nur das Phänomen inne, tatsächlich ist dieses Arbeiten auch ein nachrichtliches,
ein informierendes und erzählendes. Dasselbe gilt auch für ihre Malerei, für stilllebenhafte Sanitäransichten zum Beispiel, die uns viel mehr sagen als die Ausstattung hier und dort und zu jener Zeit. Und es gilt auch für die großformatigen, monumentalen Malereien, hyperrealistisch erinnert als Kritik an einst und heute geltende politische Verhältnisse in ihrer Heimat Russland. Stefan Kreyer ist ebenfalls ein Weltenbauer. Auch er fügt Dinge zusammen, die andere zu kombinieren unterlassen haben, weil sie nur an einen vorgegebenen Zweck dachten. Doch stimmt das? Nein, nicht ganz. Denn er findet die Objekte nicht, um dann ein Spiel mit ihnen zu betreiben. Als erstes kommt bei ihm die Idee, die Geschichte, der Entwurf einer mechanischen Aktion, eines Zweckes und Ziels. Und erst dann geht er auf die Suche nach all den Dingen, die ihm in der Umsetzung hilfreich sein könnten. Zwar hortet er auch einen stattlich wirkenden Fundus an Kuriositäten, dennoch entsteht ohne eigentliche Idee kein Objekt. In diesem Fall geht der Prozess der Objektwerdung einleuchtend einher mit seiner früheren oder gleichzeitigen Profession der Performance, der ja auch eine komplexe und manchmal abstrakte Entwurfs- und Skizzierungsphase vorausgeht. Seine Leidenschaft als Mechaniker und manchmal auch Mechatroniker fokussiert auf die Umkehrung der Funktionalitäten von Objekten, auf das Schließen von Lücken in unserem unermesslich scheinenden käuflichen Werkzeug- und Geräteangebot. Und er erzeugt mit seinen Maschinen Zustände und objektperformative Situationen. All dies natürlich ähnlich wie ein Kabarettist mit gehörigem Spaß daran, das Publikum zu verblüffen und zu erheitern. Zum Beispiel, wie es mir passiert ist, dass ich erst an einigen seiner Apparate einfach vorbeigelaufen bin bei der ersten Besichtigung und dachte, naja, komisches Ding, aber wird schon im Freibad irgendeine Funktion haben. Dann entdeckt man es und es wird umso größer. Tamara Krieger verblüfft auch auf ihre Art und durch die bestens gelaunte, unbeschwerte Kombination von Acrylmalerei und Collagetechnik. Sie ist eine Piratin und kapert die malerischen Werke, meist Porträts, die an den Küsten unserer auf Kunst überfließenden Gesellschaft angespült wurden, weil sie oder ihre Besitzer aus der Zeit gefallen sind. Diese Waisenhäuser der Kunst raubt sie aus, doch nicht um Werte zu erhalten, verborgene Schätze zu sichern oder sich etwas abzuschauen, sondern um eine Umverteilung vorzunehmen, ein abermaliges In-die-Welt-Setzen der Werke. Die Resultate sind manchmal, wie sie selbst sagt, nah am Schick oder am Kitsch, doch immer sehr persönlich und mit einer neuen Unverwechselbarkeit bekleidet, mit eigenem Charme und Ausdruck, der ganz in der Gegenwart verankert ist. Ihr Schaffen ist ein Balanceakt, der uns auch über den künstlerischen Impuls und über das Originäre an sich und dessen Schwierigkeiten nachdenken lässt. Kunst wird zur doppelbödigen Zeitmarkierung. In den bearbeiteten Werken trifft sich die Gegenwart mit einer unbekannten Vergangenheit und manchmal kehrt sich dies auch um. Die neuen Porträts, meist in der Historie nicht relevanter Personen, werden zu Heiligenbildern, zu Andachtsbildern und laden zum Einhalten und in gewisser nichtkirchlicher Weise auch zum Anbeten sogar. Sie sind kleine Beschwörungen des Individuellen und der Freiheiten des Menschen über alle eventuell erfahrene Unfreiheit hinaus. Dominik Lipp spricht nicht sonderlich gern über sein Schaffen. Er stellt es viel besser einfach dar. Seine Performances sind lebende Bilder, meditative Situationen unter Einsatz des eigenen Lebens, die uns Impulse ins Hirn setzen, welche eine lange Wirkungszeit haben. Die Fotografien dieser Situationen erscheinen wie sub- oder hyperrealistische Malereien von Johannes Grützke oder Gottfried Hellenbein. Doch beweisen sie, dass die Momente und Situationen nicht nur erfunden sind, sondern tatsächlich stattgefunden haben. Es sind poetische Bilder, die unser Leben mit bisher Ungesehenem anreichern und den Horizont erweitern. Dasselbe vermögen auch die Malereien, die strukturellen Linienflechtereien und Schichtungen, wie auch die chaotisch zusammengepresst wirkenden Szenarien, dicht wimmelnde Ballungen von Geschichten, nicht festgelegt auf Sujets und einen eigenen Stil,
und doch ganz unverwechselbar, schon im Narrativ, das sich in jedem Werk- und Malprozess sehr individuell und typisch umsetzt. Hier im großen Rund, unten im Erdgeschoss, wirken die Szenarien auch wie Bühnenbilder. Vollgepackt wie die Kabinen ringsumher, jede eine kleine Welt, ein Mikrokosmos. Jetzt habe ich eine Frage nach der Aussprache, Martin. Dominique Vigné oder Vigné? Vigné, gut. Und Mitri, 3 oder 3? 3, sehr gut, danke. Das ist peinlich gewesen. Das nehme ich lieber vorweg, die Peinlichkeit. Christina Pfander, Dominique Vigné und Nina von Meil fanden sich schon in den Aufbruchszeiten ihrer künstlerischen Tätigkeiten anlässlich einer typisch studentischen Kunstangebotssituation und Präsentationsperformance zusammen und nennen sich seither Mikri 3. Unter diesem Namen verflechten sich konsequent die drei individuellen Erzählstränge zu einem neuen vierten Ganzen, das von einer Kunstfigur from outer space zu kommen scheint, eben von Mikri 3. Der Shop-Charakter ist bei alledem geblieben. Das vorläufige und in unserer momentanen Welt gleichwohl gültige Icon- und Comichafte, das reduzierte, verkürzte und symbolhafte der jugendlichen Lebenswelt. Ist es pop-industriell oder post-industriell? In den ersten Jahren des gemeinsamen Wirkens lebte das Trio, das sich von älteren Herrschaften und Kinogängern sicherlich oft als die Damen vom Grill oder die drei von der Tankstelle bezeichnen lassen musste, fast in familiärer Dichte zusammen. Heute fand eine schleichende Individualisierung statt, da in den Lebensläufen auch anderweitige Bündelungen und Privatheiten einzogen. Doch auch diese neuen Fesseln der Zusammenarbeit können das gemeinsame Werk bereichern. Gemeinsamkeit, was ist das hier? Es sind gemeinsam kondensierte Bilderwelten, Bilderwitze von verblüffender Dichte. Sofort wird klar, 6 Augen sehen mehr als 2, 6 Hände malen richtiger als 2, 6 Pinsel machen die Welt bunter als 2. Es ist ein ständiger Diskurs unter Preisgabe des geradlinigen individuellen Bildimpulses, der hier die letztendlichen Ergebnisse aus dem Hyperraum in die Kunstgegenwart überführt. Und natürlich gibt es auch im gemeinsamen Werkverlauf Phasen und Etappen. Mal sind die Bilder reicher und opulenter an Materialeinsatz, dann wieder eher arm und mickrig. Ursprünglich. Mikri 3 ist eine Marke, die uns hoffentlich noch lange mit neuen Produkten grundversorgt. Auch Ona Sadkowski versorgt uns mit außerirdisch anmutenden Geschöpfwerdungen, die man nicht sofort zuordnen kann. Kommen sie aus den Gefilden der Street Art, sind es Malerei gewordene Comics, überdrehte, symbolhafte Weiterführungen japanischer Mangas oder einfach der periodisch die Schweiz überschwemmenden Mikro-Sammelfigürchen. Manche symbolhaften Zeichnungen und Zusammenballungen von Symbolen, Skizzen, Fragmenten und Weltteilchen erinnern an Werner Hartmann, manche Körperformen in Dynamik und Linienführung an Aldo Walker, ältere Künstler, die einen anderen Aufbruch erlebt haben. Manche Bildkompositionen gar an Gilbert und Georges und andere popkulturelle Ereignisse in der Malerei. Linien, Umrisse, Studien aus den Formfindungsjahren unserer heute geübten Gaga-Kultur. Unser Figurenempfinden ist vollgefressen, durchgedreht, schrankenlos geworden. Die Resultate sind Porträts von uns allen, so als ginge man auf einen gehörigen LSD-Trip durch den Sommerschlussverkauf oder eben ins Freibad. Wo sonst ließen sich unsere Spiegelbilder so gut betrachten? Ona Sadkowski redet im Video wie ein Wasserfall. Umso sparsamer, reduzierter sind ihre Werke. Vielsagend ist das Erlebnis hier wie dort. Denn anders als die merkantilen Geschwister üben ihre Wesen unmittelbare Wirkung aus. Amrei Witwer hat schon sehr früh zu malen begonnen und erst später, viel später, also 1997 mit 17, begann ihr skulpturales Werk. Beides vollzieht sich in sorgfältiger, langwieriger oder besser geduldiger und kenntnisreicher Technik und auch inhaltlich sind die Gewerke nicht getrennt. Die Kunst ist ja eine dunkle Vertiefung
Ein Arbeiten inmitten der Wunden in der eigenen Gegenwart. Martin Gut schreibt von einem imaginativen Realismus. Und in fast allen Werken, in all den düsteren Szenarien, wohnt ein Schrecken. Ein finsteres Weltempfinden, das manchmal nur durch kindheitsbezogene Klischees nach außen treten kann. Auch Amrei Witwer hat die Fähigkeit, unheimlich viel zu erklären. Und auch ihre Bilder sind zugleich offen und selbstredend in einer realistischen Manier, die durch das wirkliche Sehen unrealistisch scheint. Ein dominierendes Thema ist die Kritik am weiblichen Rollenverständnis, wie sie sagt, und die Tabuisierung von weiblicher Sexualität und Erotik. Doch auch Jungen kommt vor. In der Kindheit findet noch ein Schulterschluss der Geschlechter statt. In früher Funktionalisierung und Versklavung durch die Gesellschaft. Rette dich, so sagt die Künstlerin, rette dich, du bist in großer Gefahr. So sagen es uns auch die abgebildeten Monstren aus den Spielzeugläden, aus den Heilsversprechungen der in die Kindheit hineingewachsenen Esoterikindustrie, die alle Schemata der einstigen Fantasy und Science Fiction übernommen hat. Einhörner, perfide Traumwelten, Innenwelten eines unglücklich in die Spielzeugtempel hineingezerrten Kindes. Daneben liegen Gipsgehirne, verunglückte Nasen und unperfekte Körper, seriell in Gips verewigt. Sie sagt, ich bin ein Schwarzseher. Selbst im Schwimmbad habe ich das Gefühl, da könnte ein Hai sein. Und schon sind wir zurück im Dolderbad. Ein Hai auf dem Zürichberg. Wie immer ist auch der Art Price-O-Mat im Spiel, den Sie bitte statt eines Eintritts bedienen. Laufen Sie nicht vorbei, verpassen Sie ihn nicht. So wie Sie vielleicht schon die Führungen am 19. und am 24. Juli verpasst haben. Aber eine folgt noch, am 21. August mit Dominik Lipp und Ona Sadkowski, sowie die Finissage am 28. August mit einer Performance von Dominik Lipp und der Art Price-O-Mat Kunstpreisvergabe. Herzlichen Dank wieder einmal an Doldersports und an die Künstler, vor allem aber auch an Martin Gut für seine kuratorische Arbeit, der in diesem Jahr eine gewisse Entscheidung abzulesen ist. Wir sind von Bildern umgeben, umtost, wir stehen jederzeit in einer hohen Brandung und Gischt aus eindrücklichen, zuweilen entsetzlichen Nachrichtenbildern von welthistorischen Vorgängen und Ereignissen, manche von einer Tragweite, die noch unsere Eltern vielleicht biblisch genannt hätten. Und zugleich erleben wir gerade jetzt unvergessliche erste Bilder über den Tellerrand hinaus, Blicke auf einen Kometen oder auf den Pluto und auf uns selbst gerichtet, auf faszinierende, ländergroße Plastikteilstrudel in den Ozeanen, auf freigegebenes Gestein der aussterbenden und uns vorangehenden Gletscher, auf stürmische Phänomene, welche die Lebensbedingungen der nächsten Generationen genauso verändern werden, wie die Gewaltereignisse der Globalisierung es tun. Und zugleich haben wir unsere Hirne überall und jederzeit weit geöffnet für Milliarden von Kätzchenbildern, Tierfreundschaften und Selfies, das selbst als vergeblicher Versuch des Harmlosigkeitsbeweises. Oder auch das Ich als Nichtwähler, denn man wählt ja nur noch sich selbst von Moment zu Moment. Und so ist es gut, auch hier, in dieser Oase inmitten des medialen Wüstensturms, in dieser Zone der Mietkontemplation, des Nachdenkens, des Menschenbetrachtens, des Spürens der Sonne auf der erleichternden Haut, nicht in Ruhe gelassen zu werden. Auch hier umgeben zu sein von Bildern, von Gegenbildern, von Freiheitsräumen unserer Gedanken. Und es ist gut, dass die diesjährige Ausstellung deutlich politischer ist als die vorige. Beziehungsweise in dem Sinne gemeint, dass das Körperliche auch immer politisch ist. Dass sie näher an uns Menschen ist und sich weniger mit Fragen der Maltechnik und Raumordnung beschäftigt. Dass sie nicht so sehr das Ich der Künstlerinnen und Künstler umkreist, sondern mehr unser eigenes. Beziehungsweise, dass von jedermann, in welchem Wasser er auch schwimmt. Und es schwimmen gerade sehr viele Menschen im Wasser. Manche freiwillig. Und nun trauen Sie sich. Springen Sie gleich hier vom Beckenrand mitten hinein.
Gehen Sie nah an die Werke heran. Kein Bademeister wird Sie davon abhalten. Kein David Hasselhoff wird herbeieilen, um Sie von den Bildern fortzuzerren. Lassen Sie sich ungeniert treiben. Und wenn es nicht anders geht, dann ziehen Sie sich auch aus. Wir waren hier, aber kann wegen dem Grund, dass